Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Trainstation Renovation. Ja, was soll ich sagen? Es gab wieder ein Update auf die Version 2201. Keine Angst, die Speicherstände wurden nicht gegrillt, aber ja, man durfte sämtliche Steuerungen wieder neu einstellen. Die Videoauflösung und so, die ganzen Einstellungen aus irgendwelchen Gründen waren sie weg. Wahrscheinlich kriegen die das nicht hin, Updates so zu programmieren, dass Einstellungen erhalten bleiben. Und ja, da sind natürlich auch solche Stilblüten mit diesem Update dabei, wie hier unten Dampfleistungen zurücksetzen. Was damit einfach gemeint ist, sind die Steam Achievements, wie zum Beispiel, wenn man ein Level geschafft hat und dann hier unten diese Meldung kommt. Das kann man hier zurücksetzen. Ja, haben sie richtig schön, ja, wahrscheinlich einfach nur durch einen automatischen Übersetzer gejagt oder so. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nie. Ich habe so richtig, naja, so, ich kann auch fortsetzen. Die zwei Level hier, die habe ich jetzt hier so mal durch. Nee. Die zwei hier, die habe ich so gestern mal schnell durchgespielt, weil ich muss auch noch sagen, ich will jetzt dieses Spiel endlich durchhaben, dass ich hier nicht mit irgendwelchen Altlasten in das nächste Jahr gehe. Wie man hier diesen ICE-ähnlichen Zug auf die Plattform, auf die Anlage herstellen kann, das konnte mir immer noch keiner beantworten. Also bin ich mal gespannt, ob ich da je irgendwann mal eine Antwort kriege auf die Frage. Und ja, gehen wir mal weiter in das Level Yellow Street Underground. Jeder von uns, der einmal in einer großen Metropole war, kann mit Sicherheit sagen, dass die U-Bahn das bequemste Transportmittel ist. Als das Telefon klingelte und die Gelegenheit bestand, eine Untergrundstation zu renovieren, konntest du nicht lange zögern und hast den Auftrag angenommen. Mach dich an die Arbeit. Ja, kleiner Fun Fact zum Thema U-Bahn. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich an einer U-Bahn-Station den falschen Ausgang nehme, besteht zu 100%. Und damit geht es los in das nächste Level. Die Swansea and Mabbles Eisenbahn war die erste, welche zahlenden Passagiere transportierte. Die erste Fahrt fand am 25. März 1807 statt. Also es ist schon über 200 Jahre her, dass dort... So, okay... Repariere den Fahrpreisanzeiger. Also ich würde sagen, es ist alles kostenlos heute. Übrigens, was die auch wieder kaputt gepatcht haben, ist unten rechts. Ihr seht diese Anzeige, was wir hier platzieren müssen. Ich gehe jetzt mal in den Computer rein und ja, es wird nirgendwo mehr angezeigt, was ich hier kaufen muss. Geil, ne? Naja. Kann ich die nicht klein hacken? Ach, mit einer Axt. Erstmal die Wut auslassen. Warum kann ich eigentlich einen Reifen mit einer... Ah, das habe ich, glaube ich, so oft gefragt. Warum kann ich einen Reifen mit einer Axt kaputt schlagen? Naja. So, der Fahrpreisanzeiger. Wo ist er denn? Hier brauche ich bestimmt eine Bohrmaschine. Ja. Da geht es bestimmt nicht rein. Ich will das Spiel jetzt auch nicht ständig schlecht reden, aber sowas, dass nach einem Update alle Einstellungen verloren gehen. Das ist meine bescheidene Meinung, das darf einfach nicht passieren. Also ein bisschen Müll hier einsammeln. Das kann ich wieder nur so aufheben, oder kann ich das wegaxten? Nö, schade. Und aus diesem Grund will ich das Spiel auch mal durch haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es neue Level dann irgendwann mal gibt. Im Forum habe ich gelesen, dass es eventuell als DLC kommt. So, das muss ich aber wieder mit einem Dings zerhacken. Kann ich nicht so einfach wegschmeißen. Naja. Wie gesagt, hier fehlt manchmal so ein bisschen ein sinnvolles System dahinter. Wann kann ich das wegaxten? Wann brauche ich hier das Brecheisen? Wann muss ich es wegtragen? Kann ich einfach hier durchgehen? Hallo? Hier? Hä? Mach ich doch. Gut, dann halt so. Puh. Das ist mal schön illegal. Was ist das hier? Rock Campus. Kenne ich gar nicht, die Bands.
die ein bisschen andere Musik jetzt drin? Klingt fast so. Hinten geht's auch nochmal runter. Da ist auch noch ein. Ja, ah, wir machen erstmal hier drüben. Das ist nämlich ja die Standardmusik. Hier gibt es immer Kaffee. Coffee Walker. Was? Latte? Achso, Schokolade von Latte. Ah, okay. Das kann ich wieder wegaxten, obwohl das eigentlich Pappe ist, die man einfach bloß zertreten muss. Pfand hier noch einsammeln. Ich nehme an, man muss wahrscheinlich an dem U-Bahn-Wagen auch wieder irgendwas reparieren. Und ihr könnt euch natürlich auch darauf verlassen, dass es dann zum Anfang des Jahres dann wieder ein kleines Kanal-Update geben wird. Ja, wo wir mal die Google Analytics uns mal wieder angucken, wie wir das bisher jedes Jahr gemacht haben. Die 1 Million Aufrufe, das wurde dieses Jahr leider nichts. Ja, dafür kommt es auf jeden Fall nächstes Jahr sicher. So viel sei gesagt, der Balborik hat ja 1 Million Aufrufe geschafft vor einigen Tagen. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Schaut gern auf seinem Kanal auch noch mit rein, meine ich natürlich. Einfach Balborik mit V und A-L-O. Nee, Balborik, genau. V-A-L-V-O-R-I-K. Kann ich auf das Gleis springen? Was ist denn das hier? Ein Sack im Gleis. Uff. Geht ja gar nicht. Eigentlich müsste ich hier von der Stromschiene übelst geröstet werden. Hello Street Underground. Ist ja gefährlich hier, wenn das der Zug losfährt. Warum liegt da eigentlich Klopapier? Kann ich in den Zug rein? Ja, das geht. Okay. Ich schließe daraus, dass ich dann drinnen in dem Fahrzeug auch noch irgendwie rum reparieren muss. Also wir sammeln erstmal den ganzen Müll hier ein. Vielleicht finden wir dann irgendwann einen Fahrpreisanzeiger. Das geht wieder um eine Axt hier. Die Bank sah doch noch gut aus. Warum muss ich den dann schon? Die Matratze kann ich, ne, oder für den Schrank. Die Matratze kann ich mit der Axt machen, für den Schrank brauche ich das Brecheisen, ne? Also das ist irgendwie... Hallo. Kurz mal Licht anmachen. Das Bett, das kann man wieder wegaxten. Ah, ich glaube, ich sollte mich aufhören darüber aufzuregen. Ich wollte ja das Spiel ja auch unbedingt spielen. Die haben auch noch so ein... Von der gleichen Firma ein
Chernobyl Liquidator Spiel, aber wenn das so ist wie das hier, da weiß ich es ehrlich gesagt nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Weiß jetzt nicht, ob ihr vielleicht Bock drauf habt auf das Spiel. Oh, es sah gerade aus, wie die Bahn fahren. Jetzt alles in der U-Bahn. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Das ist ein, was haben wir hier? MS Pupt. Hallo, anmalen. Meinst reinigen. Ja, dieses neue Feature mit den Wänden verschieden anmalen, das haben wir auch kaum genutzt, aber es bringt halt so an sich nichts extra. Theoretisch könnte ich jetzt ja hingehen und die Wand hier so weiß anmalen, wenn ich das wollte. Na? Na guck mal, das sieht doch eigentlich schon gleich viel freundlicher aus. Hier das Mauerwerk könnte man ja lassen. Aber hier? Das macht den Raum eigentlich schon gleich viel heller. Achso, hier hatten wir auch noch eine andere Farbe. Ja, da sehe ich gar keinen Unterschied. Man könnte natürlich auch... Ah komm, wir machen das mal kurz hier. Wandfarbe kaufen. Achso, wir haben bloß die hier. Hier gibt es bloß so wenig. Ich dachte, na gut. Ich glaube, die Auswahl ruhig ein bisschen besser sein können. Vor allem wäre es auch ein leichtes gewesen, wenn man einfach sich so Farben mit einem Mischrad oder Mischdingen so ein bisschen selber zusammenstellen hätte können. Hat man da nur die relativ grob vorgegebenen da, wo man zwar auch schon ein bisschen was machen kann, aber... Das kann ich wieder wegaxten. Naja. So, da hätten wir doch gleich erstmal das Gröbste, glaube ich, geschafft. Graffiti sind weg. Und jetzt ist immer noch die Frage, wo ist denn dieser Fahrpreisanzeiger überhaupt? Vor allem, warum komme ich hier nicht rein? Oh, hier geht's auch noch rein. Hier komme ich nicht raus. Okay, machen wir hier nochmal. Ach, das ist bestimmt hier. Ich mache mit einem Akkuschrauber Kabel fest, ne? Hm. Genau. Das waren jetzt alle Aufgaben hier. Was ist denn das?